Hallo und willkommen zurück zu King Arthur Knights Legion, Legion EX. Zurück bei den Römern hier. Wir haben versucht, erfolglos Kontakt mit der Unterwelt aufzunehmen. Und wir werden jetzt schauen, dass wir, also wir haben auch schon den Weg wieder zurückgekämpft und könnten jetzt die Mission verlassen. Aber wir haben hier noch zwei Kämpfe vor uns, optionale Kämpfe, und die werden wir dann natürlich auch machen. Also hier muss man so einen Sarg aufmachen. Da kommt dann ein Kampf. Hatte ich jetzt auch schon einmal getriggert, um zu sehen, wie da was kommt. Weil wir müssten gucken, ob wir entweder den Kampf oder den hier zuerst machen. Aber ich denke, das hier könnte unter Umständen das Einfache sein. Müssen wir mal schauen. Ich werde jetzt mal die Positionen ein bisschen umverteilen, aber ich weiß nicht, ob die sich am Anfang, ob die beim Kampfbeginn, ob die sich da ein bisschen umstellen. Müssen wir mal gucken. Das ist jetzt der Florianus. Da habe ich mir überlegt, den auf die 3 zu setzen. Den Massala. Den Messala, den auf 5. Mento kommt nach 6. Dann haben wir, genau, dann ist der Octavius sowieso auf 1. Dann ist das und so hatte ich mir das vorgestellt. Und dann werden wir das Ding öffnen. I see an inscription. It's a warning that the chest is cursed. Eine Warnung, das gab es auch noch nicht. Macht euch nicht lächerlich. Aufmachen! So. Wir haben hier hinten zwei Armbrustschützen. Die sind aber, diese könnte man theoretisch am Anfang halt draufstürmen, aber ich glaube, dass das zu bösartig wird, weil die dann einen wahrscheinlich da zerquetschen. Hier haben wir auch noch einen Armbrustschützen. Wir haben hinter uns auch noch zwei. Und die müssten wir deshalb habe ich auch am Anfang so ein bisschen umgestellt, dass wir die direkt erledigt bekommen. Und den müssten wir erstmal eine Runde, denke ich, wegtanken. Müssen wir mal schauen. Meine Idee war jetzt eventuell, die umzunuken. Aber es scheint so nicht ganz, da können wir nicht hinzielen, oder? Naja, also wir könnten da jetzt nur einen treffen. Ne, der könnte es würde nicht klappen. Also der Winkel und so weiter, das stimmt fast nicht. Ich kann nur einen von denen treffen, leider. Oder ich müsste mich mehrere Felder bewegen. Also wenn ich jetzt zwei nach vorne könnte, was ich aber nicht kann, weil da dieser Sarg steht, dann könnten wir das machen. Aber so leider nicht. Also können wir nur einen damit umnuken. Ist es das trotzdem noch wert? Wir könnten auch die verknüpfen. Dann würden die auch beide sterben. Aber ich glaube, das Verknüpfen, das brauchen wir hier unten. Das mache ich jetzt als erstes. Und dann laufen wir dahinter. Beziehungsweise der kann sowieso nichts anderes machen, als da anzugreifen. Der könnte auch einen Distanzangriff. Macht der mehr Schaden? Ja, ein bisschen. Könnte der auch da drauf hauen. Dann machen wir den direkt. Zack. Der läuft einmal dahinter. Ich meine, vielleicht reicht es auch so, wenn wir den normal angreifen. Er könnte. Okay. Wir könnten auch direkt die Leiche zerbröseln, weil ich glaube, so schnell kriegen wir die nicht platt. Dann müssen wir das hier aber auch noch erledigen. Ja, der kann sowieso nichts anderes machen. Dann machen wir das so. Okay. Dann Feuerschläge. Die könnte diagonal da hochlaufen. Ich würde die ganz gerne halt schon direkt erledigt bekommen. Ah, der kann jetzt aber natürlich keine Palisade mehr bauen. Wir machen hier, wir lasern die auf jeden Fall. Ah, lasern wir doch.
Oder wir warten eine Runde und laufen mit denen erstmal zurück. Wäre auch eine Option. Dann rufen wir jetzt die Feuervögel. Der ist natürlich ein bisschen gefährdet hier unten. Wir machen mit dem das hier an. Und den an. Auf sich selber. So, der kann ein Geschütz bauen. Das Geschütz, das stellen wir mal dahin. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht sollten wir das einfach hier vorne irgendwo hinstellen. Machen wir dahin. Ja. Ja, könnte ich jetzt angreifen, aber besser wäre es wahrscheinlich wegzulaufen. Der könnte da direkt voll durchlaufen. Auf die Seite. Und da kann ich auch nicht viel machen, dass ich da auf Seite gehe. Ein bisschen schon. Der hängt da fest. Der Wiedergänger, da können wir nicht viel machen. Wir könnten die hier aufhalten. Aber die machen auch brutalen Schaden. Also es kann sein, dass die direkt umfällt. Der muss auf jeden Fall auch weg. Ja, wenn der da, dann wäre das zumindest schon mal erledigt. Haben wir jetzt angefangen, bringen wir es zu Ende. So. Wachtangriff von dem Geschütz. Okay. Gut, das Geschütz ist damit auch schon im Eimer. Bock. Vesta, grant me strength. Spare me. Naja, okay. Okay. My corpse is hurting. Da kommt aber sehr, sehr wenig Schaden durch. Das Problem ist jetzt, dass die eine Aura haben und ich glaube, die stirbt jetzt direkt. Nein, stirbt sie nicht. Die hat aber eine krankhafte Aura. 3 bis 5 Schaden. Also der müsste jetzt auf jeden Fall weg. Sonst ist es mit ihr vorbei. Die kann natürlich das hier machen. Und ich weiß auch nicht, wie der das jetzt hier überleben soll. Na, das wäre ja auch nicht verkehrt. Könnten wir da reduzieren? Hier kann ich die Musik wieder lauter machen. Musik. So. The She-Wolf is my guide. Also den könnten wir jetzt versuchen abzumessern. Wir könnten den auch wegschieben, aber ich glaube, das löst das Problem nicht so wirklich. So, damit sind die... Auch damit kriegen wir den nicht tot. Theoretisch könnte der
da durchschießen und der würde möglicherweise auch ordentlich Schaden machen. Naja, es reicht aber nicht. Der hat noch zu viel. Deeds, not words. Aber das könnte jetzt... Reicht immer noch nicht. Aber das multipliziert sich ein bisschen. Dann machen wir mal. Okay, der würde verbrennen. Also die müsste da jetzt nicht... Die könnte auch trinken. Dann bräuchte sie den Cast noch nicht zu machen. Das könnte sinnvoll sein, den von hinten anzugreifen, aber dann sollten wir hier wahrscheinlich erst noch auf Seite gehen. Naja, dann bringen wir den hier jetzt um, damit wir da auf Seite gehen können. Na, ich glaube, da habe ich jetzt jemanden mit indirekt gebufft. Wir machen jetzt das hier noch an. So, auf Seite. Ob das jetzt klappt da? Okay, das ist jetzt ein Hinterhalt. Schnipp. Wir könnten den auch hiermit zerlegen. Weg. Den könnten wir hiermit zerschießen. Also mit dem Angriff, glaube ich. Der macht jetzt hier nur 3 Schaden. Aber jeder Folgeangriff müsste ja mehr Schaden machen, weil das durch die Rüstung durchgeht. Das machen wir auch. Mhm. So. Don't wait for my orders. Dann hätten wir noch den... Den könnten wir eine Runde lang wegblocken, indem wir das so bauen. Okay, der könnte theoretisch da angreifen. Naja, und die können darüber, die müssten eigentlich da jetzt alle drauf. Kann natürlich sein, dass der sich jetzt auch in Bewegung setzt. Ich glaube, was Besseres als da drauf zu hacken, kann ich nicht machen. Der könnte aber noch... erhält 40% Rüstung für einen Zug. Der heilt sich mal. Ach, der hatte da noch irgendwas, was ihm dann nochmal Rüstungskraft dabei gegeben hat. Rüstungskraft? Rüstung halt, ne? So, es kann sein, dass der jetzt woanders hingeht und irgendwem auf die Oma haut. Gehen wir mit dem noch ein Feld weiter weg. We are the Ninth Legion. Okay. Bad omen, yeah. Stop making a mess. You got me good. The pain. Stay in the fight. Immerhin aufgeteilt. Aber der läuft weg. Baum fällt. Okay. Naja, das ist natürlich sinnlos, wenn die da diese Kleinen da platt machen. Okay. Gucken wir mal, dass wir den jetzt vernichtet bekommen. Ich meine, das müssen wir jetzt hinbekommen. Jawohl. Death is the only way. Naja, das müsste schon klappen. Wir könnten auch... das reicht aber dann vom Schaden nicht. Sie müsste zweimal draufhacken. Oder einmal und vielleicht. Ja.
Der würde jetzt verbrennen, jetzt können wir den aber nicht mehr verwenden. Wir könnten jetzt hingehen und die... die Lebenspunkte aufteilen. Machen wir das. So. Wir müssten jetzt noch den erledigen und die Bogenschützen. Der könnte theoretisch einmal hinten auf die Bogenschützen drauf. Der könnte... wenn der zwei Felder nach oben geht, dann müsste nach rechts laufen, damit das nach rechts und zwei Felder nach oben. Okay, das ist schon nicht ganz so optimal, aber dann könnte der das machen. Okay, werden wir erstmal hier draufschlagen, um die Rüstung zu plätten. So. Dann können wir auch den platt machen. Aber... so super gut ist das natürlich jetzt auch noch nicht. Stellen wir den mal davor, damit die den nicht zusammenballern. Und die geht... die kann sie nicht dahin. Okay. Naja. Gucken wir mal. Naja. Das hatte an sich vom Prinzip funktioniert, wenn das jetzt nicht Rückenstiche gewesen wären. Das war natürlich dämlich, weil der sich zu dem unten umgedreht hat. Okay. Na, ich meine, die können wir jetzt vernichten. Naja, und der ist jetzt auch im Eimer. Ich werde das jetzt mal so lassen. Oh, wir haben einen Lare bekommen. Ja, wir haben jetzt natürlich zwei Leute mit nur einem Lebenspunkt, aber wir können diese Umverteilung direkt am Anfang vom nächsten Kampf machen. Und damit stehen wir dann auch gleich wieder besser da. Das werde ich jetzt auch mal so probieren und ja, hoffen wir aufs Beste. Und schauen wir mal, dass der Kampf, der nächste, vielleicht nicht ganz so heftig ist. Da haben wir noch was zum Looten. Now it belongs to the Legion. Wir haben noch zwei Heiltränke. Die könnten wir auch jetzt schon trinken. Dann würde das halt mit umverteilt werden. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht das ganze Potenzial ist, was die Tränke hätten bringen können. Aber ich glaube, das macht mehr Sinn, dass wir das mitverteilen, diese Lebenspunkte. So. Wir haben da zwei Zugriffspunkte auf diesen nächsten Kampf. Wir müssen den jetzt nur überleben. Der muss jetzt nicht super gut laufen. Gehen wir mal da rein. Okay, wir haben... die können wir alle von hinten angreifen. Das ist schon mal gut. Wir haben hier zwei Armbrustschützen. Die sind... naja, die sind natürlich drei Armbrustschützen. Das ist noch einer. Und der kann schießen. Aufschrei. Ah, und das hier zwackt die Aktionspunkte ab. Das ist fies und Lebensraub. Wir haben auf jeden Fall einiges vor uns hier.
Wir müssten eigentlich gucken, dass wir sowohl die Armbrustschützen als auch die Typen, die direkt vor uns sind, dass wir die direkt platt machen. Also eventuell, dass der da einmal durchballert. Und der ebenfalls mit seinem Schussdingsbums. Da müssen wir mal gucken. Und die könnte auch noch im Nahkampf gehen, wenn die dann noch Punkte übrig hat. Okay, legen wir los. Also die Idee wäre jetzt, da einmal hinzulasern, aber dazu müssten wir zwei diagonal nach oben gehen und dann hätten wir keine Punkte mehr zum Lasern. Also könnten wir nur einen umballern. Okay. Da könnten wir ein Feld nach oben gehen. Dann würden wir den zumindest erledigt bekommen. Und wie sieht das mit dem aus, wenn wir hier dieses Durchbohrende machen? Der trifft natürlich, aber das ist viel zu wenig Schaden. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wenn wir den nicht angreifen können, dann können die Armbrustschützen uns da wahrscheinlich auch nichts tun. Hm. Aber das klingt mir schon ganz sinnvoll, dass wir das so machen. Das ist ein Haufen Schaden, ohne dass wir dafür, naja, ich sag mal, wahnsinnig viel tun müssten. Den würden wir hier hinterhalten. Der stirbt aber auch ratzfatz. Also das macht... Das probieren wir anders aus. Wir verketten die hier. Ja, den, die da. Ne, der kann noch nicht schießen, weil der da weg müsste. Dann machen wir das so. Ballern wir da durch. Naja, die verbrennen dann direkt. Der kann zweimal theoretisch angreifen, dann wird er im Eimer. Wir machen aber jetzt hier erstmal ein... So. Wieso hält denn der mehr aus? Achso, das kann einfach nur sein, dass das viel Schaden durch Zufall war. Okay. Gehen wir erstmal mit dem weiter. Hätten wir denn hier noch Optionen, um... Ja, also der könnte den erledigen. We roam as demons. Der kann leider nur einmal angreifen. Bei dem müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir die Lebenspunkte irgendwie weiter ausbauen. So, das hier brauchen wir. Und dann machen wir Feuerschläge. Der würde dann verbrennen. Also den bräuchten wir nicht nochmal angreifen. Der könnte mit zwei... Naja, wir greifen einfach den an, dann ist der auch Matsche. Yes, this is me killing you. Feuerschläge. Jetzt hätten wir nur noch zwei, aber wir können auch einfach den Feuervogel holen. Das passt dann aber nicht mehr. Kann der noch was tun? Ja, der könnte auch noch schießen. Wenn er da hinläuft. For Orcus. Quatsch. Dann machen wir den noch. Na, dann können wir denen auch noch einen Scorpio hinsetzen. Bauen wir dahin.
Gut. Und die holt die Vögel. Jetzt müssen die Gegner aber erstmal auch zu uns hinlaufen, bis auf den einen Bogenschützen und die Banshee natürlich. Die Banshee, da sollten wir uns wahrscheinlich als nächstes komplett draufstürzen. Ich nehme mal an, dass die jetzt weitestgehend links rumlaufen werden. Und dann, es sei denn, das hier hab ich damit ein bisschen zu, damit abgelenkt. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube, wir sollten gucken, dass wir mit den Leuten nach rechts laufen. Darüber. Und nach hinten. Okay. So, die sind beide umgefallen. Blocken ist okay. Na, ärgerlich, der hat nicht lang gehalten. Okay, hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte. Naja, die Feuervögel, die greifen zu sehr die Leichen an. Das nutzt halt nichts. Okay, also der kann die natürlich wegtanken. Das versuchen wir jetzt auch. Wir können auch noch die Rüstung anwerfen. 40% für einen Zug. Ja, komm, hauen wir das auch noch rein. So. Und dann traben wir denen mal entgegen. So, Feuerschläge. Wichtig ist, dass die mindestens genau einen Lebenspunkt abgezogen bekommen. Wie steht's hier mit unserer... mit dem Todesband? Wir haben, glaube ich, keine Chance, den direkt zu erledigen. Und der kann nichts anderes machen, als da direkt drauf zu hacken. Und der macht wahrscheinlich, ne, das ist noch nicht so viel Schaden. Das hätte durchaus mehr sein dürfen. Aber da habe ich keine anderen Optionen. Also der Charakter hier ist nicht besonders toll. Der macht zwar viel Schaden, aber der braucht auf jeden Fall mehr Aktionspunkte, um flexibler zu werden. Aber da muss man nach der Mission eben mal schauen, wie der geskillt werden kann. Wie weit sind wir von dem Schützen? Die Diagonale würde passen. Dann machen wir den, den und den. Okay. Hiermit könnten wir eventuell diagonal hochschießen. Dann müsste der noch zwei Felder... das ist ein bisschen... ein bisschen viel zum Laufen noch, das geht nicht. Also an denen kommen wir nicht ran. Und die bringen zu wenig. Und leider ist die auch... ne, die könnten wir von da aus treffen. Könnten wir machen. Okay, nehmen wir erstmal den. Da haben wir sowieso keine... So, das ist die eigentlich einzige logische Wahl.
Die könnten wir noch weiter abblocken. Also, dass die weiter laufen müssten. Was haben wir denn jetzt noch für Optionen? Die kann nichts machen. Der könnte noch schießen. Der kann noch reduzieren und schießen. Aber wir kommen nirgendwo hin, wo der mit seinem Schuss was anrichten würde. Also wir könnten jetzt da hin und einmal auf die da drauf ballern. Demons? Where? Der hat jetzt auch nur 29 Lebenspunkte. Ist jetzt auch nicht so super Ball. Der kann vermutlich da durchlaufen. Dann blocken wir das ab, dass der zumindest noch nicht angegriffen werden kann. Die werden ja auf jeden Fall zu dem hinlaufen, aber der kann den auch sogar schlagen. Okay, aber das sollte noch okay sein. Wir können den angreifen. Wir können den auch mit wesentlich mehr angreifen hier. Wie viel würde das denn senken? Ja, es reicht auf jeden Fall nicht, um den zu töten. Also würde ich sagen, greifen wir den erstmal mit dem an. Das sind 3 Angriffe. 1, 2, 3. Und dann kann der noch... So, viel ist jetzt da nicht mehr übrig. Also den Kampf, den sollten wir schon hinbekommen. Auch wenn jetzt möglicherweise noch jemand drauf geht. Ah, Aufschrei, damit sind die AP reduziert. My life is ebbing away. Ja. I demand you to stop. Okay. Naja, das passt. Jetzt sollten wir die alle in der Runde eben platt machen. Oh, die... Ist das schon getickt gewesen, oder... Stehen die jetzt auf? Da habe ich jetzt gar nicht drauf aufgepasst, ob die... Na okay, die würden jetzt aufstehen. Also wenn wir in der Runde alles tot bekommen, würde das passen. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Der könnte da einmal... durchangreifen. Das ist nicht viel. Oder wir greifen da an. Oder wir greifen einfach so. Das ist auch nur 8. Macht keinen Unterschied. Hier würden wir 2x1 Schutz runter machen. Und die müssten wir wahrscheinlich von hinten angreifen. Was machen wir denn da? Auch 6 ist auch ein bisschen dünn. Den bräuchten wir unten. Wir müssen quasi den hiermit angreifen. Ansonsten kommen wir mit niemandem dahin. So, unsere Optionen hier halten sich dann auch in Grenzen. Auch da kommen wir nicht wirklich hin. Steht halt zu viel Kram im Weg. Who do you want dead? I kindle Vesta's flame. Die könnten wir. Könnte der da durchlaufen? Der müsste im Moment. Darüber. Wenn die da aber 2 Angriffe braucht, dann hilft das nix. Der kommt da nicht durch. Hm.
Na, ich glaube, die kriegen wir nicht diese Runde tot. Also der könnte dahin einmal einen angreifen. Aber dann würden wir den auf jeden Fall nicht mehr hinbekommen. Der macht ja 9 Schaden, vielleicht 10, wenn der schon einmal angegriffen wurde. Der macht nichts mehr. Der reicht auch nicht. Und wir haben halt auch das Problem, dass wir den gar nicht tot bekommen. Und da sehe ich jetzt auch keine Option, wie wir den erledigt bekommen sollten. Wir haben keine Fernkampfoptionen hier mehr. Außer diesen einen Schuss. Das heißt, wir müssen sowieso damit arbeiten, dass wir diese Runde es nicht schaffen. Selbst im allerbesten Fall würde der zwar verbrennen. Okay, das heißt, wir müssen die Leichen jetzt zerstören. You died too soon. For Sulla. Ansonsten müssten wir da quasi wieder von vorne anfangen. Dann wollen wir nicht. So. Mein Glück gehabt. Just a friendly bout. Till they are dead. Naja, Mist, da war einer noch über. Den hätte ich anders. Der eine hatte noch Zeit. Kann der den auf eine Leiche? Ah, wunderbar. So. Dann hacken wir den mal an. Ich meine, wir haben auch noch unsere Vöglis. Die können jetzt auch noch was anrichten, aber... I shall remember your deeds. Ausgesaugt. Die ist umgefallen. Aber gut. Ist eben jetzt beim letzten Kampf... auch nur wichtig, dass wir gewinnen. Ja, die Vögel sind leider gegen die Untoten verhältnismäßig sinnlos. So. Na, das ist nicht gut. Machen wir direkt einfach mit normalen Angriffen. Ja. Hack. Hack. Und jetzt den noch. Stay. Ja, das ging. Ich meine, ja, sind zwei umgefallen, aber gut. Eine Reliquienfackel. Hatten wir schon eine Reliquie gefunden? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall sehr schön. Was auch immer das auch ist, wird bestimmt brauchbar sein. Damit hätten wir hier alles erkundet. Und den Level abgeschlossen. Das war auch auf jeden Fall hart genug. Die Gruft. Okay, dann gehen wir mal nach Hause und dann gucken wir uns mal an, was unser neuer Begleiter so kann. Die uralte Römergruft. Brothers, I will bring you over here. Ja, den haben wir ja jetzt neu dazu bekommen. Der ist hier aus der Gruft geschlüpft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auch Nebenmissionen bekommen. Achievement. Okay, wir haben das Achievement für alle Hero Companions, also rekrutiert, bekommen. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt alle. Und da wird sich dann auch nichts mehr tun. Okay. Dann
Ich habe große Bedenken, Gaius Julius. Nun, da ich die Gelegenheit hatte, Plutonius Nerva besser kennenzulernen, wächst meine Überzeugung, dass euer Kaiser Sulla uns alle zu Dämonen machen würde. Daran mitzuwirken würde gegen meinen Glauben und meine Grundsätze verstoßen. Ihr müsst verstehen, Gaius Julius, dass ich Plutonius Nerva bei gewissen Vorhaben nicht länger unterstützen möchte. Ich glaube, das ist der Verrückte. Und ich glaube, da stimme ich zu. Ich wünschte, ich könnte es euch gleich tun, aber als Soldat habe ich meine Befehle. Verstehe, ihr seid zu schwach und fürchtet euch vor Kaiser Sullas Macht. Ich akzeptiere eure Entscheidung, Flamina. Ey, wir machen hier menschlich. Tribunus, dieser endlose Marsch durch die Unterwelt hat uns geschwächt. Ich kann kaum noch das Feuer in uns erkennen, das die 9. Legion einst unbesiegbar machte. Beim Orkus, früher haben wir aus einer Laune heraus Tausende abgeschlachtet. Ähnlich wie ein stumpfer Gladius, der geschliffen werden muss, brauchen wir mehr Training. Die Arena in Nova Roma steht leer. Sie ist der perfekte Ort, um all unsere Gefangenen zu versammeln. Krieger, Diebe, die Verdammten und gegen sie zu kämpfen. Der Centurio hat eine gute Idee, aber ich bin anderer Meinung, was die Art des Trainings betrifft. Das ist unser Bodyguard. Ausgezeichnete Idee. Der Sand der Arena soll rot erstrahlen. Unsinn, Kriminelle abzuschlachten wird uns nicht zu besseren Legionären machen. Aha. Anstatt mit wertlosen Gegnern zu verschwenden, werden wir ein freundschaftliches Turnier abhalten und gegeneinander antreten. Erhöht Loyalität aller Helden um 3. Ja, ist halt die Frage, ob man das hier weiter ausbauen will oder lieber auf Loyalität. Mit der Loyalität, das ist schon auch schon ordentlich. Aber hier haben wir zumindest nichts, was negativ ist. Aber aller Helden um 3, das ist viel. Also das hier würde nur 2 Loyalität bringen. Das hier würde auch 2 Loyalität bringen. Also für 2 Leute. Aber ich weiß halt nicht, wie viele Entscheidungen es hier gibt. Nicht, dass man alles auf menschlich nehmen muss, um überhaupt dann am Ende das voll zu bekommen. Aber ich mache jetzt hier das, oder? Machen wir ein freundschaftliches Turnier. Komm, so. Plus 3 Loyalität. Also auf, ich glaube, 5 Charakteren war das jetzt. Mhm. Und wir haben einen neuen Lar. Gucken wir uns den zuerst an. Das hier war der. Ne, das war der nicht. Oh, das hier ist der. Angriffe, die keine Grundfähigkeiten sind, haben eine Chance von 10% pro Treffer, einen Kettenblitz zu erzeugen, der bei 3 Gegnern 75% Waffenschaden und einen Zug lang Schock verursacht. Der Kettenblitz verursacht auch beim Helden 2 Züge lang Schock. Das ist aber ja netto durchaus positiv. Wenn der uns nur Schock verursacht. Allerdings 2 Runden lang. Ja, ich weiß nicht. Das kann halt sehr schnell dazu führen, dass man irgendeinen Plan hat und der Plan nicht mehr funktioniert. Das macht das Ganze unkalkulierbar. Ich bin kein Fan von diesen Dingern. Gehen wir erstmal durch die... Achso, wir hatten hier jetzt den... Genau, den Hellebarden-Typen dazu bekommen. Schauen wir erstmal, was der denn hier so kann. Wir haben einen Schlag, fügt angrenzende Gegner 100% Waffenschaden zu, den können wir verstärken und Blutung hinzufügen und Rüstungsbruch, okay. Dann haben wir einen Geisterangriff. Wähle einen Angriff, geht eine Reichweite und dann ein angrenzendes Feld aus, teleportiert zum ausgewählten Feld und fügt den ausgewählten Gegner 60% Waffenschaden zu. Das ist krass, weil wir damit ja auch Hinterhalt dann durchführen können. Und es hat eine 6er Reichweite. Damit kann der sofort angreifen und wen zermatschen. Das klingt super. Distanzangriff. Der war auch super. Und den kann man Kosten reduzieren. Ja, der ist auch super. Das hier erscheint mir ziemlich sinnlos. Das kann hier und da nützlich sein, aber dafür ist der dann auch wieder zu teuer. Lähmender Treffer.
Ja, Rückstoß. Aber der Gegner muss halt auf dem Boden liegen. Verursacht einen Zug lang 25% Waffenschaden gegen das Ziel von lebender Treffer. Dann haben wir geisterhafte Präsenz. Für den die nächsten zwei Züge hält 10% Ausweichen. Löst durch Bewegung keine Fallenwachten Gelegenheitsangriffe aus und kann Hindernisse und andere Einheiten überwinden. 10% Ausweichen ist nix. Ja, also das hier klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig dolle. Geisterhafte erhält halt pro Treffer 4 Lebenskraft. Damit wird das dann gut. Das hier wäre auch dann gut. Das müssten wir aber erstmal starten. Ja, damit kann er sich halt heilen. Also super überzeugend ist es nicht. Zieht das Ziel auf das nächste angrenzende Feld. Macht aber keinen Schaden. Das kostet 2 Punkte. Das sehe ich nicht, wie dass das häufig sinnvoll wäre. Gewährt nach jedem Kill 2 Züge lang plus 10% stapelbaren Waffenschaden. Mal plus 5%. Hält 1 länger an. 50 Waffenschaden für den ersten Angriff des Gefechts. Ja, ist nett, aber... weiß es nicht. Rüstung erhöht sich um 3. Blutung, Lebenskraft. Ja, ja, ja. Ist alles passiv, also der Verteidigung. Der Held erhält plus 5% Waffenschaden pro unverbrauchtem Aktionspunkt aus dem vorherigen Zug. Okay. Nochmal plus 1 pro 3. Was haben wir hier? Angrenzende Gegner beginnen ihre Züge mit minus 1 AP. Ja. Ausweichen. Einheit beginnt ihren nächsten Zug mit minus 1 AP für jeden durch den Helden erlittenen Treffer. Schrecken. Ja, das sind... also der hat schon ein paar ordentliche Sachen. Wichtig bei dem ist, dass er mehr Bewegung bekommt. Die 8 Aktionspunkte sind zu wenig, wenn der für einen Angriff 4 braucht. Da müssen wir auf jeden Fall zurücksetzen und dann mal gucken. Okay, also der hier ist auf jeden Fall weg. Der hier klingt super gut. Den würde ich auf jeden Fall nehmen wollen. Der war vorher schon super. Da reduzieren wir die Kosten auf 3. Betäubten Gegnern. Aber betäuben haben wir nix. Damit würde der gut werden. Wenn das auch noch Betäubung verursacht, dann müsste der aber erstmal Stufe 12 sein. Das dauert noch ein bisschen. Was hatten wir jetzt hier? Angrenzende Züge mit minus 1 AP. Und das hier ist das mit dem AP sammeln. Einfach 10% mehr Waffenschaden ist natürlich schon ordentlich. Die Reichweite erhöht sich um 2 Felder. Plus 15%. Den nehmen wir mit. Wir haben immer noch 8. Abklingzeit reduzieren. Der wird ja mit seiner Hellebarde wird er dann nur so umherhuschen und die Gegner alle abmetzeln. Also, wenn das ja wirklich so gut ist, wie es aussieht. Also ich glaube, die 10% nehmen wir mit. Na, da weiß ich jetzt nicht, ob die Rüstung dann behalten wird. Das macht natürlich da dann schon einen massiven Unterschied. Rüstungsverlust... plus 15% ausweichen. Der hat ja im Moment auch noch kein schweres Siegel. Angrenzende Gegner. Ja, ich werde jetzt, ich werde gleich mal nochmal durch die Fähigkeiten gehen und bei allen dann gucken, wo da was am besten ist. Jetzt gehen wir erst noch durch die Gegenstände durch. Wir haben hier Handschuhe. Also, ja. Handschuhe. Also Waffen haben wir hier.
Gegen unversehrte Einheiten bringt plus 3 Rüstungsdurchdringung. Ungepanzerte Einheiten gegen die verlorene 9. Legion. Also das, was dann neu ist, ist auf jeden Fall besser. Centurio und Flamen. Wer war denn hier? Der hat sowieso schon was Besseres. Okay. Dann haben wir... Waren das jetzt auch neue Gegenstände? Gucken wir erstmal den hier an. Prätorianer und Flamina. Müsste neu sein. Schaden gegen... Schaden, Nahkampf, Grundangriffe. Ja, also normaler Schaden halt. 2 Schaden gegen die Verlorenen und die 9. Legion. Okay, und physische Schwächungsresistenz. Ist jetzt für sie nicht so wahnsinnig gut. Prätorianer, der hatte aber, glaube ich, schon was anderes Cooles. Ja. Nee, das macht keinen Sinn, weil die nicht so viel mit diesen Grundangriffen macht. Die haut zwar hin und dem da mal zu, aber bei ihr ist das mit dem Brand wichtiger. Und da ist auch Brand drauf. Und dass sie diesen Durchtreffer erlitten hat, das macht nur bei ihm Sinn. Also, dann, den können wir leider nicht brauchen. Dann haben wir das, Tribunus und Sicarus. Der erste Angriff in jedem Zug verursacht garantiert maximalen Schaden. Plus 2 maximaler Waffenschaden, plus 3 Schaden gegen unversehrte Einheiten. Das klingt schon ziemlich gut. Genau, der hat mit jedem Kill werden 3 Lebenskraft wiederhergestellt aktuell. Sicarius. Wer war denn... Ne, Sicarius ist das des Tribunus. Das war er hier. Der Lanzenwerfer. Naja, dann machen wir das hier. Der erste Angriff im Kampf, maximalen Schaden. Naja, das mit den ungepanzerten Einheiten ist natürlich für den besser, weil der eher auf Bogenschützen oder sowas geht. Also tauschen wir das aus und dann kriegt der das hier. Das mit der Heilung ist ein bisschen blöd, aber gut. Dann haben wir 2 Rüstungen gefunden. Gehen wir hier. Die erste ist Prätorianer Centurio. Beim Verwenden von Tränken wird 2 Rüstungen wiederhergestellt. Ja. Und... Naja, die haben halt beide schon was Besseres. Und das hier ist Sicarus, Flamen und Flamina. Bewegungs-AP. Na, der kann das leider nicht nehmen. Der hat schon was Besseres. Die hat auf jeden Fall was Besseres. Also das ist auch nicht mehr brauchbar. Und hier ist auch haufenweise Krams neu. Wir haben... Ich glaube, der hat noch nix, genau. Giftschaden. Aber wir haben niemanden, der irgendwas mit Gift macht. Von daher ist das nutzlos. Wir könnten halt irgendwann... Ah, doch, der hat Gift. Das haben wir nur nicht gesehen, weil wir alles an untote Gegner hatten. Dann macht der das mal an. Okay, und dann machen wir das hier mal so als Baseline. So, dann haben wir hier, das kann jeder nehmen. 2 Schaden bis zum Ende des Gefechts für jeden Kill. Oha. Okay. Das ist so ein Hardcore-Gegenstand. Den können wir auf jeden Fall nehmen. Gegen Vasallen und Pikten, da müssten wir mal gucken. Wachtangriffe. Ja, das könnten wir machen. Das
Das heißt, das hier ist jetzt Unsinn. Okay. Dann haben wir den hier, nur Sicarius. Plus 50% Schaden des 50% Wert des Blockenwertes angegriffener Einheiten wird ignoriert. Plus 3 Schaden gegen Einheiten, die mindestens 6 Felder entfernt sind. Okay, und plus 3 Schaden im Angreifen von hinten aus der Deckung. Okay, das klingt ja schon nicht verkehrt. Flamina. Das erste Wirken von Feuervögel im Gefecht kostet keine Aktionspunkte. 3 Schaden gegen Einheiten mit Brand. Ja, okay. Plus 1 AP. Das ist ja mal super. Okay. Und dann haben wir hier noch was. Das kann auch wieder jeder nehmen. Und das bringt plus 1 Aktionspunkt, einen Bewegungspunkt. Das sollte dann... Das ist der Hellebarden-Typ. Wieso hat der nur 7 Aktionspunkte jetzt? Das kann sein wegen diesem Rüstungssiegel-Dings. Da muss ich mal gucken. Aber so oder so braucht er das hier. Also da haben wir ordentlich Krams gefunden. Naja, okay, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das ist... Kriegt der auf jeden Fall. Da haben wir schnelle Bewegung, gerader Linienimmunität gegen Gelegenheitskräfte. Angriffe beim Spurten. Das kann der mal haben. Dann haben wir... Ist. Der kann keinen Heiltrank nehmen. Nüchtern. Setzt keine Tränke ein. Oha. Krass. Gesund und talentiert. Kostet einen Fähigkeitspunkt. Aktiver Fähigkeiten kostet nur 1. Okay. Krass. Mhm. Schriftrolle des Donnerschlags. Ja gut, dann nimmt der das halt noch. Die Werte den Helden einen Fähigkeitspunkt. Okay, da muss ich mal gucken, wer das am besten brauchen kann. Aber da haben wir auf jeden Fall schon einen Haufen Krams bekommen. Ich werde jetzt nochmal über die Charaktere gehen, schauen, wo die ihre Punkte reinstecken. Und dann auch noch gucken, wo wir hier die Ressourcen für ausgeben können. Und ja, dann geht's gleich weiter. Also, kurzer Schnitt. So, ich habe mich hier jetzt mal durchgewühlt und mir eine Menge aufgeschrieben. Aber bevor wir zu den Skills kommen, machen wir gerade was anderes, bevor ich das vergesse. Wir haben nämlich jetzt hier neue Quests natürlich. Irgendwo müssen wir ja weitermachen. Die Statue von Looper wäre jetzt, ich glaube, die Hauptquest. Und wir haben hier aber zwei Nebenquests, die aber auch noch deutlich höher sind. Aber bevor ich das vergesse... Wir werden die Quest machen und da bekommen wir Ressourcenbelohnung. Und deshalb werden wir jetzt hier in dem Kriegsrat das hier aktivieren, dass wir bei der nächsten Mission 100% mehr bekommen. Jawohl, das kostet nichts, aber das hat halt 5 Missionen Cooldown. Das macht eben Sinn, das bei einer Mission zu machen, wo dann eben man auch Ressourcen bekommt, denke ich. So, bevor ich das andere noch vergesse, wir werden gerade noch die Gebäude ausbauen. Ich glaube, ich hatte hier schon einmal was zerstört, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls werde ich das hier mal für die 500 lernen, dann haben wir das auf jeden Fall, wenn wir weitere Gegenstände zerstören. Im Moment können wir sowieso noch nichts kaufen, die sind alle viel zu teuer, aber das hier, das ist richtig gut. Aber hilft ja nichts, da müssten wir jetzt andere Gegenstände für zerschrotten, um daran zu kommen. Und ansonsten könnten wir jetzt noch, genau, weil beim Händler wird das nämlich auch knapp hier, wir können jedes Mal nur einen Trank kaufen, das ist ein bisschen dünn. Wir können hier die Anzahl von Verbrauchsgegenständen im nächsten Sortiment und von Gegenständen, die können wir erhöhen. Wobei das Auffüllen auch erst nach 2 Missionen ist. Aber ich glaube, wir brauchen diese Tränke da recht dringend. Also, ich werde das hier mal... Die Preise für Tränke sind um 50% verringert. Das könnten wir auch direkt nehmen. Wir müssen eh noch Gegenstände verkaufen. Also, wir machen das hier. Und dann werden wir hier auch gerade noch verkaufen. Die Gegenstände hatten wir uns ja bereits angeguckt. Dann müssen wir jetzt nur so viel... Ich meine, werde ich ja jetzt sowieso verkaufen. Da war die Sache mit dem, dass wir auch verschrotten konnten. Da muss ich nochmal gerade gucken beim Schmied, ne? Da konnte man auch, wenn man das hier verschrottet, bekommt man 50. Und ich glaube, hiervon waren es nur 10. Genau. Wir werden beim Händler...
da jetzt noch verkaufen, den. Und dann haben wir genug, um das hier auch noch zu kaufen. Jetzt haben wir natürlich nicht genug, um überhaupt Tränke zu kaufen. Die sollten wir uns aber zumindest noch holen, also den Heiltrank. Segen vielleicht sogar auch noch. Da haben wir wahrscheinlich aber nicht genug. Der kostet 30. Ist immer schön, dass der abwechselnd links und rechts die Sachen anzeigt. 30, 30, 30. So. Mhm. Ja, verkaufen wir den auch noch. Dann kaufen wir jetzt hier den Segentrank und den Heiltrank. Dann bekommt der den Heiltrank. Und für zusätzlichen Schaden, das kann der noch haben. So, wir hatten jetzt auch noch ein Buch, Zauberkraft, um einen zusätzlichen Fähigkeitspunkt zu bekommen. Den wenden wir hier an. Zack. Damit hat die jetzt 3 sogar zur Verfügung. Okay, war jetzt sonst noch was, wo ich dran denken musste? Ich glaube nicht. Das hier werden wir jetzt mal zerlegen. Das konnten wir ja nicht brauchen. Dann hätten wir überhaupt keine Gegenstände da mehr. Okay, dann kommen wir jetzt zum Steigern. Also auf dem hier. Ich hatte das hier mit dem Rüstungssiegel verplant. Ich dachte, weil in dem King Arthur Knight's Tale gab es eben auch Rüstungen, die minus 2 gebracht haben. Und manche haben halt minus 1 und manche minus 2 auf demselben Charakter gebracht. Und ich dachte, dass das jetzt nur gegen die minus 2 was bringen würde. Das ist aber nicht so. Also der bekommt auch hier einen Aktionspunkt dazu. Also die sind deshalb dann auch ziemlich ordentlich. Also das machen wir hier. Das gleiche haben wir mit dem Charakter. Schwere Rüstungssiegel. Der hat also jetzt 7 Aktionspunkte. Zack, 8 Aktionspunkte. Und der hatte eben den einen verloren, weil wir den geunskillt haben. Und auch der kriegt das jetzt erstmal. So, damit wäre das auch schon mal erledigt. Dann hätten wir wieder unseren Magier. Und der bekommt einfach nur plus 10% Schaden. Das ist da jetzt ziemlich unspektakulär. So, und auf ihr, da hatten wir ja jetzt auch noch diese Fackel gefunden, womit man direkt kostenlos Feuervögel rufen kann. Und ja, also Feuer wird jetzt da überall quasi lodern. Deshalb, wenn zu Beginn des Zuges des Helden mindestens 3 Einheiten mit Brand gibt, erhalten der Held und alle Verbündeten ein Bewegungs-AP. Das klingt dann schon sehr naheliegend. Und wir können hiermit nochmal plus 1 Bewegungs-AP nehmen. Wir könnten auch Waffenschaden, aber 2% ist nix. Diese Bewegungs-AP, die machen aber viel aus. Also, das bedeutet dann, dass wir ab der zweiten Runde wahrscheinlich alle immer 2 zusätzlich Bewegungs-AP haben. Das wäre schon krass. Dann hätten wir unseren, ja, Speerwerfer, und da hatten wir, genau, diesen durchbohrenden Wurf, und da könnten wir die AP-Kosten reduzieren. Der kostet im Moment 5. Genau, senken wir die AP und wir machen Rüstungsdurchdringung, damit sollte der nochmal mehr Aua machen. Ich hätte auch noch das Gift irgendwie ausbessern können, aber ich glaube, das ist schon so ganz sinnvoll. So, und dann haben wir den neuen, den Hellebarden-Typen. Der ist ein bisschen seltsam, sage ich mal. Der hat ein paar coole Sachen, aber die sind halt in der Kombination schlecht drin. Also der hat hier den Distanzangriff, der jetzt ziemlich gut war, und der hat das hier, womit der gegen betäubte Gegner plus 50% Schaden macht. Das war super, aber dafür braucht man erstmal betäubte Gegner. Dafür bräuchte man das hier quasi und dann den dazu. Dafür muss man aber Stufe 12 sein. Haben wir nicht.
Da war noch irgendwas anderes, was ähnlich war. Dauer ausweichen. Genau, hier das. Das hier zieht das Ziel auf das nächste angrenzende Feld. Das kostet aber 2 Aktionspunkte. Ist also schon verhältnismäßig teuer. Gut, muss man nicht zum Ziel ranlaufen, aber hiermit kann er sich ja dann sowieso hin und her porten. Das wird in dem Moment super, wo man das hier nehmen kann. Aber Stufe 12. Hatten wir da sonst noch was? Kill wird Lebenskraft wiederhergestellt. Ja, okay. Also, das macht zwar Sinn, aber nicht jetzt. Das macht erst ab 12 Sinn. Was ich deshalb jetzt nehmen werde, weil der hat ansonsten nicht wahnsinnig viel Brauchbares. Also wir könnten natürlich hier jetzt den Schaden erhöhen. Plus 15% hier unten, was Grundsätzliches mit Schaden erhöhen, hat der gar nicht. Blutung, Rüstungsdurchbrechung. Also da kann man schon ein paar Sachen nehmen, die sinnvoll wären. Aber ich werde das hier nehmen und das eben dann direkt noch verbessern. Das ist jetzt eine aktivierbare Fähigkeit und dadurch, dass der talentiert ist, kann der das eben nehmen und nur einen Punkt dafür ausgeben. Das heißt, wir haben jetzt immer noch 2 Punkte und das bedeutet jetzt, dass er sich damit auch hochheilen kann. Und das hier, dann kann er diese 2 Punkte investieren und kann dann aber auch 2 Felder quasi direkt laufen. Ich hoffe, dass er die 2 dann auch direkt dazu bekommt. Weil dann würde sich das lohnen. Ab dem Moment, wo der laufen müsste, kann der das direkt anmachen. Vielleicht sogar direkt in der ersten Runde, müsste man dann schauen. So, damit hätten wir auch die ganzen Skill Increases gemacht. Und ich glaube, mehr gab es da jetzt auch. Ah doch, eine Sache gab es noch. Und zwar müssen wir auch noch, wir haben noch ein Gebäude. Da hat sich jetzt nichts getan durch das Event, oder? Nein. Wir hatten noch ein Gebäude, genau, Meisterschmied. Der Held erhält alle 5 Stufen zusätzlich Rüstung. Boah, können wir mal gucken, wie viel das bringt. Der hat im Moment 6 Rüstung. Und wenn wir den da hinbauen... Na, 7 Rüstung, ja, Wahnsinn. Okay, aber besser als nix. Das nehmen wir mal mit. Ja. Ansonsten wären wir auch, glaube ich, durch. Verloren. Loyalität und Treffen, ja. Wir hatten ja auch noch, genau, Loyalität für die Ausrüstung mit Reliquien. Aber der würde sowieso die nächste Stufe, wäre dann schon hier die letzte. Und ich glaube, der hatte genau das Negative. Minus 3 Loyalität, wenn dieser Held nicht mindestens 2 Reliquien, ja, sitzt. Aber das können wir ja nicht forcieren. Es sei denn, wir fangen an, die Teile zu kaufen, aber dafür haben wir zu wenig. Also diese Entscheidung, die wir da getroffen haben, die war, glaube ich, schon ziemlich gut, bei allen 3 Loyalität zu erhöhen. Außer natürlich beim Hauptcharakter. Ja. Also damit sind wir... Wir haben halt gute Gegenstände jetzt bekommen. Haben jetzt die Skills nochmal ein bisschen angepasst. Ich glaube, das hier wird einen ziemlichen Impact haben. Werden wir uns mal ansehen. Und dann beim nächsten Mal geht es ja weiter mit die Statue von Lupa. Und da bekommen wir einen weiteren Lar. Und wir kämpfen gegen verfluchte Vasallen. Also, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Beim nächsten Mal zur Statue von Lupa. Ja, ist das Management, das dauert immer ein bisschen. Aber ich habe jetzt hier auch schon eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde quasi euch nichts gezeigt, wo ich am rumgeguckt habe und so weiter. Also... Ich will das auch nicht komplett rausschneiden und einfach sagen, ja, das sind jetzt die Charaktere, sondern auch ein bisschen die Skills zeigen, damit ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Wir schauen beim nächsten Mal weiter. Ich danke jedenfalls fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Übrigens immer samstags und sonntags. Ihr wisst Bescheid. Also ciao und bis dann.